So, erstmal herzlich willkommen zu Modern Koi-Blog. Hat der Herr Schneider seinen Kaffee leer? Yes. Du hast noch so einen Rand da. Nein, habe ich nicht. Milchrand. Ja, erstmal herzlich willkommen und heute ganz kurz, aber ein wirklich interessanter Blog zum Thema Wasser, Carbonathärte, Ausfällung von Kalk und wie sich das alles verhält. So, wir haben im ersten Blog, habe ich gesehen, dass hier am Boden, wir zeigen es Ihnen nachher nochmal gleich, so richtige Kalkkrusten liegen. Und das kennen viele von Ihnen, Sie lassen den Teich ein, irgendwann bildet sich an den Wänden Algen, dann wird das weiß, Wasser wird so milchig und wenn Sie nach ein paar Jahren schauen, dann haben Sie da eine richtig feste Kalkschicht drauf, zumindest dann, wenn Sie eine einigermaßen hohe Carbonathärte haben. Und jetzt, ich habe es ja schon oft erwähnt, aber das ist halt so immer im Zusammenhang mal ganz einfach erklärt, wie das funktioniert. Die Carbonathärte hat Calciumcarbonat gespeichert, ja? CaCO3. Das ist H, wie ist die genaue Formel? Ich krieg's jetzt gerade. Ich krieg's auch nicht zusammen. CaHCO4 zweifach. Ja, so. Und da ist CO2 drin gespeichert, Calciumcarbonat, da ist alles drin gespeichert. Das muss man sich vorstellen. Algen brauchen CO2. Für was? Für die Photosynthese. Jetzt haben wir Fische im Teich, die atmen CO2 ab. Das nehmen die Algen dankbar, machen Photosynthese, gewinnen Energie für einen Stoffwechsel und Sauerstoff als Abfallprodukt. Das, was wir immer als Bläschen sehen. Aber es gibt dann, wenn kein freies CO2 mehr im Wasser ist, für die Algen noch die Fähigkeit, das nennt sie dann biogene Entkalkung, weil dabei Felder Carbonathärte werden, von Algen die Fähigkeit, dieses CO2, wenn es nicht ausreichend im Wasser frei zur Verfügung steht, aus dieser Carbonathärte, aus diesem CaHCO3 oder 4 zweifach, ich weiß nicht mehr genau, dort dieses CO2 rauszuziehen und eines dieser Abfallprodukte bei dieser biogenen Entkarbonisierung, biogenen Entkalkung ist, dass dieses CaCO3, was unlöslich ist im pH-Werten von über 7, dass das einfach ausfällt und sich in Form dieses Kalkes an den Teichwänden und überall Rohrleitungen, Pumpen, überall niederschlägt. Oder wie letztes Mal, wo ich hier war, auch auf dem Quarzer von der UV-Lampe, dass da kein UV-Licht mehr ins Wasser eindringen kann, sondern im Prinzip an dieser Kalkschicht von innen schon abgebremst wird. So, und im vorvorangegangenen Block habe ich schon gesagt, als mir Dirk gesagt hat, dass er eine Carbonathärte von 7 hat, und er hat nicht mal einen Quatsch erzählt, die haben 7 und zwar im Haus, aber die verwenden kein Hauswasser, sondern Brunnenwasser. Und bei 7 habe ich sowas noch nicht gesehen. So, diese richtige Krustenbildung braucht man wirklich in der Regel über 7. Und dann hat Tim gemessen, 11. Und dann hat sich herausgestellt, ja, wir verwenden hier Brunnenwasser. Ja? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich 11 im Brunnenwasser hätte und 7 im Stadtwasser, würde ich dringend auf Stadtwasser umstellen, weil diese extrem hohe Carbonathärte, die sorgt dann auch wieder dafür, insbesondere wenn ich ausreichend Wasserwechsel mache, dass am Ende die pH-Werte immer hoch sind und wenn ich dann viel fütter, ist wieder die Kiemengesundheit in Gefahr. Von daher immer zur geringeren Carbonathärte. Mich haben auch manche Leute schon gefragt, kann man nicht mit Umkehrosmose in hartes Wasser dann weicher machen? Ja, kann man, aber für 1 Liter Osmosewasser, 4 Liter Abwasser, ja, lauter so Geschichten, du bist Aquarianer, du weißt es, selbst im Aquaristikbereich der letzte Scheiß. Mein Freund Peter, mittlerweile, Gott hab ihn selig, ein ganz toller Mensch, aber vor ein paar Jahren verstorben, ein ganz geiler Kunde von mir, der hat wirklich Wasser erstmal in seine Einzelheiten zerlegt und dann wieder zusammengefügt und gesagt, so, und ich will diese 200 Milliliter Mikrosiemens, was die Japaner haben, die will ich auch. Und der hat, der Volkmar auf der Schwäbischen Alb, der Volkmar, der hat immer nach der Umkehrosmose geguckt, das waren so riesige Zylinder. Zum Totlachen die Jungs, ja, aber die haben es wirklich hingekriegt, wir haben einen 100.000 Liter Teich auf japanisches Wasser eingestellt. Der hat übrigens mit Blättern damals, mit normalen Blättern, Oberfläche 5 Quadratmeter, 4 Meter hoch. Schade, dass ich da, er ist gestorben, kurz bevor ich mit dem Bloggen angefangen habe, diese Filteranlage zu sehen. 5 Meter hoch und 5 Meter oben Anströmfläche. Da waren kubikmeterweise dieses Blätternzeug drin. Da hat er auch beruflich damit zu tun. Das war einfach anders als alles andere. So, und er hat mit dem Osmosewasser gearbeitet, aber das ist nicht wirtschaftlich. Also das können Sie völlig vergessen. Habe ich aber die Wahl, Stadtwasser oder Brunnenwasser, dann muss ich wirklich sagen, auf die 3 Euro, wenn ich mich jetzt Abwasser befreien lasse, würde ich auf jeden Fall aufs Stadtwasser gehen, um meinen pH-Wert runterzunehmen. pH-Wert 8,3 hier garantiert, 8, oder? 8,4, konnte auch gar nicht sein. Und Tim, habe ich die vorher schon mal gefragt gehabt? Nein. So, also das kann auch gar nicht anders sein.
Wahrscheinlich Ammoniumnitrit, nein, 0. 0,04 Ammonium, Nitrit ist 0,12. Also das ist nein, 0, alles unter 0,2. Kann man im Prinzip vergessen. Temperatur, warte. Oh, 16,8. Na, da liegst du daneben, 19. 19? Habt ihr 19 Grad? Ich sagte 19, gell? Ja. Ja. Das hat sich jetzt für mich kälter angefühlt. 19 Grad Phosphat, sehr gering, nehme ich mal an. 1,35. Also alles unter 2 ist auch gering. Dann haben wir noch Sauerstoff. Sauerstoff ist hoch. Ist über 9,5. Also an die 100%. Bisschen drüber. Ja. So, also. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hergehen würden. Vielleicht noch Carbonat hatte im Teich. Ah, das würde mich auch interessieren. Warte. Die ist wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich. 9. 7. Ja. Okay, also Delta von 4. Das heißt, die Algen haben hier schon richtig entkarbonisiert. Oder ja, nicht entkarbonisiert, entkalkt heißt es. Entkarbonisierung ist was anderes. Wenn Sie jetzt, ist auch eine geile Nummer. Ein Kunde von mir, der wohnt nur, der am nächsten wohnende Kunde. Nee, wir haben einen Futterkunde, der ist noch näher. Aber wir haben 50, der ist 30 Meter Luftlinie, der andere ist 50 Meter. Und wenn man bei uns, es ist Kalksteingebiet, was ist Kalkstein? Das ist nichts anderes als ehemaliger Meeresboden, ja, Muscheln, die zusammengedrückt wurden. Darum spricht man von Kalkstein, weil das einfach Calciumcarbonat ist, CaCO3. Und der hat auch einen Brunnen gebohrt und bei uns kommt das wirklich dann, das Handy mal aus, danke. Und dann hat er einen Brunnen gebohrt und dann kam es, glaube ich, bei uns kommt es mit 16 bis 20 Carbonat hat. Und der wollte unbedingt bei dem Grundwasser bleiben, weil er einen 100.000 Liter Teich hat oder 80.000 Liter Teich und per se nicht auf Stadtwasser wollte. Also Salzsäure ist billiger. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Entkarbonisierung heißt, Sie kippen in ein Wasser Salzsäure. So. Und die Salzsäure macht nichts anderes. Jetzt, ich habe ewig, die macht Calciumchlorid, CaCl- irgend sowas und der Rest fällt aus. Also im Prinzip wird aus der Carbonatherde das Calcium abgespeichert und geht mit dem HCl, mit dem Chlorid von der Salzsäure eine Verbindung ein. Ihre Algen sterben erst, wenn der pH-Wert irgendwo bei 7 ist, weil dann ist ihre Carbonatherde weg. Bei einer 80.000 Liter und einer Carbonatherde von um die 18, der hat am Anfang, ich weiß es nicht mehr, ob es 100 oder 150 Liter Salzsäure waren und Konzentration weiß ich auch nicht mehr, aber es waren solche Unmengen, die er gebraucht hat und das wäre hier genauso der Fall. Würde man hier jetzt eine Salzsäureanlage anschließen, weil irgendwann bei einem pH-Wert von um die 7 geht erstmal das ganze Zeug da wieder in Lösung, alles was Sie da an den Wänden sehen. Das ist nämlich hocheffizient, wenn man den Teich jetzt sauber machen wollte, entkalken wollte, CO2-Flasche hier nebendran reinhauen, pH-Wert auf 6,8 runter, dann geht es wieder in Form von Carbonatherde in Lösung. Aber höre ich damit auf, dann kehrt sich das ganze Spiel wieder um, sprich, dann fällt sie wieder aus. Und das ist, wenn Sie das schon mal gehört haben, die sogenannte Pufferkapazität des Wassers. Je höher die Carbonatherde, desto stabiler bleibt der pH-Wert, aber das wird bei der Pufferkapazität, das hört sich immer so schön an, weil es den Säuresturz verhindert, aber zu viel Pufferkapazität macht bei unseren Fischen einfach langfristig die Kiemen kaputt. Und darum wäre es eigentlich schön, wenn man hier, wenn man ein Delta von 4 hat, von 11 nach 4, und man würde im Sommer hier auf Leitungswasser umstellen, in den Monaten, wo man viel füttert, und dann hätte man ein Delta von 7 nach 7 minus 4 ist 3, und bei 3 habe ich dann einen pH-Wert, wahrscheinlich bei der Fischmenge, Futtermenge. Dann habe ich wahrscheinlich einen pH-Wert irgendwo im neutralen Bereich. Welchen Wasserwert haben wir noch verkackt? Übrigens, ausgesalzen war, aber sonst haben wir eigentlich alles. Wie viel Salz ist drin? 0,56. Ach so, wie ich gesagt habe. Und übrigens, dieses milchige, dieses leicht milchige, was hier im Wasser ist, das kann auch wirklich mit dieser hohen Carbonatherde zusammenhängen, wenn die ausfällt, weil die fällt ja erstmal aus in unlösliches Calciumcarbonat, CaCO3, und das muss erstmal an den Wänden sich nachher wieder andocken, wieder in Lösung gehen. Die Algen machen das ja nicht, dass die sagen, nehmen jetzt die Carbonatherde, das CO2 wird gefäscht und der Rest wird an die Wand gedrückt, sondern das fällt einfach aus und nachher geht es irgendwo, setzt sich's ab. Also, aber wie gesagt, es ist fischgesundes Wasser und die Schräubchen, wo man hier jetzt drehen würde, würde man wirklich an der Optik und an der Schönheit am Glanz des Wassers drehen.
Hast du noch was hinzuzufügen? Ich glaube nicht, wir haben das ausreichend erörtert. Dann würde ich sagen, bringe ich jetzt auch einen Kaffee. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao.